Schon wieder einer. So ein schönes Altstadtbild und überall Mord und Totschlag. Man sollte das ganze Viertel einbetonieren, samt einem Kanalratten. Kommt uns die letzte. Du Papa! Ja, was denn? Was heißt denn Mord und Totschlag? Mord ist ein Mittel, um die eigenen Interessen durchzusetzen. Aber wir tun das nicht. Aber Tante Anna sagt, jemanden einzubetonieren, dass er stirbt, das sei Terror. Terror ist doch nur so ein Wort. Wenn Gott will, dass einer stirbt, dann tut er es eben. Wir persönlich betonieren ja niemanden ein. Tante Anna sagt, Gott ist heute Geld. Hat Gott denn einen Betonmischer? Aber natürlich ist Gott Geld. Wie so ein Betonmischer. Du sagst doch, die Menschen, die hier wohnen, die sollen einbetoniert werden. Und wenn Gott Geld ist, dann kann er sich ein Betonmischer kaufen. Was bist du doch für ein kluger Schatz. Ja, genau. Gott gibt uns Betonmischer für die Spezialisten, die dann diese ganzen Kanalratten einbetonieren. Denn Gott weiß, dass es hier zu eng ist für all diesen Abschau. Aber Papa, Tante Anna sagt, Mord ist ein schmutziges Geschäft. Und dann, wenn man da zuschaut, kriegt man schmutzige Seelen. Tante Anna gehört weggesperrt mit ihrer Manipulation. Die Tante Anna sagt... Tante Anna sagt, Tante Anna sagt. Hat sie dich etwa angefasst? Na, wo hat sie dich angefasst? Sag schon, sag schon. Die Tante Anna ist mit mir aufs Klo gegangen, weil ich kann dann meine Hosenknöpfe noch nicht alleine aufmachen. Da haben wir's! Kindesmissbrauch! Diese Tante Anna gehört weggesperrt! Eingelocht, kurzer Prozess! Du gehst mir nicht mehr in den Kindergarten! Kanalratten überall! Überall Kanalratten! Wie sollen wir denn unsere Kinder schützen? Polizei! Warten Sie, Tante Anna! Sie werden Tante Anna nichts tun, oder? Wenn ich hierfür auf mein Staatswegen nicht beauftragt bin. Nein. Ich heiße Kitwin Mulundagir. Ich weiß, wie es ist, in einer solchen Zelle zu sitzen. 5x5 Meter, 30 Häftlinge auf nacktem Boden. Die Menschen, die ihre Meinung sagen und sich gegen diese Ungerechtigkeit einsetzen, erleben Gewalt. Sie riskieren ihr Leben, wenn sie versuchen, die Umstände zu verbessern. In der Demokratischen Republik Kongo leite ich ein Therapiezentrum für Folteropfer. Dort bieten wir Projekte zur Reintegration von ehemaligen Kindersoldaten an. Des Weiteren behandeln wir Frauen, die unter schweren Traumata leiden. Sie wurden brutal misshandelt, oft im Beisein ihrer Kinder. Ihnen wurden die Brüste abgeschnitten oder Bajonette in den Unterleib gerammt. Diese Gräueltaten begehen Soldaten unserer Regierung. Dies ist die traurige Realität im Kongo. Was die Menschen brauchen, ist Zuversicht. Ich habe die Zuversicht, dass meine Kinder hier ein besseres Leben erleben werden als so viele andere. Die durchschnittliche Lebenserwartung im Kongo Jahre. Um dies zu ändern, setze ich mich für die Respektierung der Menschenrechte und für die Eingliederung ehemaliger Kindersoldaten ein. Es darf nicht sein, dass Kinder missbraucht werden, die Drecksarbeit zu tun, die hochrangige Politiker nicht tun wollen. Wir
brauchen Hilfe, um diese Zustände zu ändern. Gute Worte am Sonntag werden nicht reichen, um etwas zu bewegen. Was im Kongo passiert, geht uns alle an. Es liegt in Ihrer Hand, zu entscheiden, ob der Theodor Hecker-Preis das Ende oder der Anfang der Hilfe ist, die wir von Essling bekommen haben und so sehr schätzen. Demokratische Republik Kongo. Demokratisch scheint irgendwie nur so ein Wort. Sag mal, Epimetheus, wenn jemand aus dem Kongo nun in Europa Asyl sucht und er kommt mit dem Schlauchboot und Frontex, findet das Schlauchboot und schickt es zurück, wie viel Demokratie ist das? Du, wir sollten hier weg. Ach was, Angst ist kein guter Begleiter. Du leidest schon an Verfolgungswahn. Verfolgungswahn? Wir haben keinen Ausweis. Wir sind hier illegal. Die Esslinger Bürger schreiben sogar an ihre Hauswände, kein Mensch sei illegal. Und immer, wenn einer von den Theodor-Hecker-Preisträgern in die Stadt kommt, begrüßt sie der Oberbürgermeister persönlich. Wir brauchen also nur zu warten, bis er kommt. Wir sind aber keine Preisträger. Ja, aber Halbgötter. Oh, und man darf auch ins goldene Buch der Stadt schreiben. Du willst dich also in einer blöden Kleinstadt verewigen. So ein Scheiß! Spießig ist das ja! Fühlst dich wohl nur gut, wenn dir eine Amtsperson die Hand reicht. Guten Tag! Ja? Ich ein Spießer? Du bist ein Schisser, Prometheus! Schisser! Schisser! Immerhin gibt mir alles im Stadtmuseum und im Stadtarchiv, was wir über Theodor Hecker und die anderen wissen wollen. Sicher finden wir hier Schutz vor deinem großen Boss. Du Idiot! Du Idiot! Hast du gerade Idiot zu mir gesagt? Glaubst du denn alles, was irgendwo abgedruckt ist? Ja? Vollpfosten, du Blöder! Vollpfosten! Du! Sie haben zu unserer Begrüßung lauter Plastiktüten aufgehängt. Hast du dir nicht bemerkt? Und was sollen wir deine Plastiktüten sagen? Schmeiß dich in den Müll! Schmeiß dich in den Müll! Das ist ja wie anderswo! Kein Geld, keinen Ausweis! Schluss mit lustig! Wir können ja nicht mehr Ausländer schreiben, was sie wollen. Oh Gott, EPP. Die Leute sind uns doch auf der Spur! Komm, komm!